Boah. Ja. Ernsthaft. Einfach kaputt. Der Motor ist einfach kaputt. Nachdem ich zuerst ein Video gemacht habe, darüber, wie ich das Fahrrad abgeholt habe und wie toll es ist, ist es natürlich jetzt schon bald 2 Jahre her, dass ich das geholt habe. Und knapp 6000 Kilometern Fahrstrecke. Aber jetzt ist der Mittelmotor von Brose defekt. Und gut, das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber das lässt sich ja nicht verhindern, dass eine Sache immer kaputt gehen kann. Prinzipiell sehe ich aber ein Konstruktionsproblem beim Rose-Motor, denn er ist anders aufgebaut als zum Beispiel der Bosch-Mittelmotor. Zwar hat es dann den Vorteil, dass man, so wie Brose es bewirbt, widerstandsfrei treten kann. Das kann man eigentlich so auch vom Fahrgefühl her bestätigen. Aber das Opfer dafür, dass man bringt, ist halt relativ hoch, weil der Riemen, der im Brose Mittelmotor verbaut ist, ja, scheinbar ziemlich anfällig ist auf höhere Drehmomente, die dann beim Lastenrad auch durchaus auftreten können. Beim Bosch-Motor hingegen ist es so, dass da die Kraftübertragung über die hier dargestellten Zahnräder erfolgt, und ich habe das Gefühl, dass es da einfach die Bauweise entsprechend massiver ist und vielleicht auch die Langlebigkeit da auch eher gewährleistet ist. Ich finde das trotzdem nicht so prickelnd, weil ich jetzt einfach davon ausgehen kann, dass in 2 Jahren oder noch weiteren 5.000-6.000 Kilometern dieser Defekt noch einmal auftreten wird. Dann ist es kein Garantiefall mehr, dann muss ich den Riemen selber irgendwo besorgen, dann gibt es halt nicht wirklich einfach auf dem Markt irgendwo zu kaufen, sondern das muss dann wahrscheinlich über andere Kanäle geschehen. Der Ausbau selbst, wenn man auf dem Video sieht, funktioniert durchaus einfach. 3 Schrauben gelöst und dann die entsprechenden Kabel für die elektrischen Anschlüsse gelöst und schon ist das Ding eigentlich draußen.